nächste! Jetzt, Vincent! Los, mach dich bereit! Wir haben ihn fast! Jetzt! Mach es jetzt! Vincent, wir haben es geschafft! Mortifa, haben wir? Ja, wir haben ihn. Das sind alle 13. Es ist geschafft. Geschafft? Wohl kaum. Die Handlanger des Bösen werden sicherlich wohl nichts Halt machen, um diese Truhe zu öffnen und die Plage ihrer 13 Meister endgültig in unser Reich zu lassen. Wir beide haben eine Pflicht, Mortifa. Natürlich. Wir müssen uns trennen, wenn wir eine Chance haben wollen. Gib mir die Truhe. Nein, das ist zu gefährlich. Das lasse ich nicht zu. Dann renne. Ich lenke sie ab. Los! Wir haben keine Zeit! Mortifa. Es war einmal eine Dämonentruhe, darin gaben die Geister keine Ruhe. Die Freunde stürzten sich in ein Abenteuer und trafen auf Besessene, nicht ganz geheuer. Sie durchkreuzten das Land ohne je zu versagen, mit einem Kind namens Flimflam und einem Wagen und stählernen Herzen ganz ohne Klagen. Stellten sie sich ihren Ängsten, ohne einmal zu verzagen. Sie vereitelten den Plan Maldors des Bösen und konnten den Fluch des Schattendämons lösen. Dann ging's nach Marrakesch, ihre nächste Station, doch dort erwartete sie Schlimmeres schon. Von Hexen zu magischen Reimen bereit, bis zum Beschleunigen der ewigen Zeit, brachten sie es in Demondos Comicverbrechen sehr weit und haben den Dämonen und seinen Schleim entzweit. Phantasmo Rancor Cimbulu, klingt das nach netten Typen? Was sagst du? Nun, dank unserer unerschrockenen Crew sind jetzt alle in der Truhe und geben Ruhe. Aber diese Jagd ist um im Nu. Geheimnisse lösen und Geister fangen gehört dazu. In der 13. Geist von Scooby-Doo. Scooby-Doo, der 13. Geist. Was machst du da, Fred? Er entkommt uns so noch. Daphne, man sollte wirklich niemals auf so einer Rolltreppe rennen. Sicherheit geht vor. Können wir denn wenigstens laufen? Na, ich würde lieber nichts riskieren. Was jetzt? Beruhigt euch mal, Leute. Das Geheimnis eines guten Anführers ist, dass er die ganze Sache von oben betrachtet. Also von ganz oben, so wie bei einer menschlichen Pyramide. So holt man das Beste aus seinem Team raus und plant seinen nächsten Schritt. Da entlang. Seht ihr? Tolle Arbeit, Scooby. Kommt schon, Leute. Ja, wir sind direkt hinter euch. Wir haben ihn.
folgt mir. Sollten wir keine Falle an der Tür aufbauen, falls er versucht zu entkommen? Daphne, ich glaube, ich weiß schon, wann wir eine Falle an der Tür aufstellen sollten. Na dann, hoppi galoppi. Na, mal sehen, wer der alte Farmer Morgan wirklich ist. Komisch. Ich versuch's mal. Hör auf damit, das ist mein Gesicht. Sieht aus, als hätte dieser Geist ziemlich viel Maskenkleber benutzt. Ich verstehe das nicht. Wenn das keine Maske ist, dann heißt das, dass er... der echte Farmer Morgan ist. Das ergibt keinen Sinn. Farmer Morgan verkauft doch der Mall sein halbes Farmland für ihre geplante große Expansion. Wenn sie pleite gehen sollte, verliert er Millionen. Also, wieso will er denn diesen Laden hier dicht machen? Das will er nicht. Morgan hat den ganzen Mallspuk nicht inszeniert. Mrs. Malveaux, die Besitzerin war das. Und ich wäre auch damit durchgekommen, wenn sich nur diese nervenden Kinder nicht eingemischt hätten. Aber wieso ist er dann weggerannt? Ich habe Angst vor Teenagern. Huh? Einen Moment mal. Sie meinen... wir lagen falsch? Der Ausdruck ist kriminell fahrlässig. Kriminell? Wie oft muss ich euch das denn noch sagen, Kinder? Geheimnisse zu lösen ist ein hartes Geschäft, selbst für die Profis. Es gibt dort keinen Platz für Fehler. Ihr seid fast 18. Wenn euch dann irgendwann mal jemand wie Morgan wegen Belästigung anzeigt, könntet ihr ins Gefängnis wandern. Oh, nein! Dieses Geschäft ist wirklich zu gefährlich für Ausrutscher, wie wir sehen. Hm? Sie flieht gerade! Es ist vorbei, Kinder. Ab jetzt gibt es nur noch einen geheimnislösenden Verbrechensbekämpfer in der Stadt. Und der trägt ein Abzeichen. Und diesen coolen Hut. Ich sage es euch ganz deutlich. Wenn ich sehe, dass ihr auch nur noch einen Kilometer mit dieser Mystery Machine fahrt, sperre ich euch ein. Und Hunde haben übrigens Leinenpflicht in dieser Stadt, also... ihr wisst schon. Danke. Also, ich verstehe wirklich nicht, warum wir alles ausladen müssen. Ich kann nicht glauben, dass ich gerade die Mystery Machine verkauft habe. Freddy, niemand hat gesagt, dass es leicht wird, abzutreten. Für die anderen beiden scheint es schon leicht zu sein. Ah, das ist ein Lebensscoop. Keine Geheimnisse mehr, keine Geister. Und wir müssen nicht mehr dauernd diese schicken Outfits tragen. Hey, mir gefällt euer Stil. Dankeschön. Das fühlt sich einfach nicht richtig an. Ich liebe meine Mystery Machine. Ich fühle mich, als hätte ich einen Teil von mir selbst verkauft. Ich weiß, was in dir vorgeht, Daphne, aber wir haben wirklich keine Wahl. Außerdem ist doch schon alles vorbei. Wir haben unsere ganzen Fälle abgeschlossen und haben jetzt überhaupt keine offenen Verpflichtungen mehr. Überhaupt keine. Heureka! Wie viel kostet diese Kristallkugel? Wir haben eine Kristallkugel? Ich glaube nicht, dass wir... Leg dieses Ding weg! Oh Mann, ich glaube, ich kenne dieses Leuchten. Shaggy? Shaggy, bist du das? Hat dieses Teil gerade... Kinder, ich habe schon seit Monaten versucht, euch hier zu erreichen. Daphne, Shaggy, Scooby-Doo, wo seid ihr? Wir sind alle hier. Was ist los, Vincent? Vincent? Ich glaube, er bevorzugt Mr. Fangul. Nein, Vincent ist in Ordnung. Hör zu. Ich habe ihn gefunden, oder besser gesagt, er hat mich gefunden. Oh nein. Du meinst... Den 13. und letzten Geist. Kinder, ihr müsst sofort kommen, um ihn zu fangen, damit wir die Truhe der Dämonen für immer versiegeln können. Schnell, ich kann ihn nicht mehr länger aufhalten. Vincent? Vincent? Ich schätze fast, wir haben doch noch offene Verpflichtungen, die wir erfüllen müssen. Wer ist Vincent van Gool? Was ist eine Truhe der Dämonen? Und nehmt ihr einen persönlichen Scheck? Nein! Alles klar, es war nur eine Frage. Daphne, würdest du uns vielleicht mal sagen, was hier los ist? Wir haben doch gesagt, dass wir nie darüber reden würden. Aber wir haben keine Wahl. Vincent steckt in Schwierigkeiten und es ist alles unsere Schuld. Unsere Schuld?